So, willkommen zurück bei StarCraft 2 Wings of Liberty bei Folge 17. Ja, ich glaube 17 war's. Bin mir gerade wieder unsicher. Gut, wir haben was Neues bei Tosh. Du siehst beunruhigt aus. Du hast in die Geisterwelt geblickt und etwas gesehen, was dir nicht gefällt. Ist es Kerrigan? Sieht so aus, als hätte der Overmind Kerrigan erschaffen, um die Zerg von irgendwas zu befreien. Irgendwas, das will, dass sie die Protoss vernichten. Irgendwie ist alles schiefgelaufen. Nichts läuft wie geplant. Und jetzt lauert da draußen auch noch etwas, das uns alle vernichten will. Zerg, Protoss, das sind mächtige Spezies. Wie furchterregend, wie gewaltig muss etwas sein, das mit ihrem Schicksal spielt. Jo, das stimmt wohl. Yuko-Nudeln, sind sie zu hart, bist du zu weich? Klappt die Idioten. Steht dann auf dem Bildschirm, nicht auf den Bildschirm schießen. Das sehe ich auch gerade, hast du mal. Okay, gehen wir mal ins Labor. Haben wir, wie gesagt, etwas Neues. So, 40.000 Credits. Nehmen wir gerne mit, natürlich. Und was nehmen wir? Waven kann getarnte Einheiten und eingegrabene Einheiten sehen und Forschungs kann das gleiche. Aber wir nehmen auf jeden Fall den Waven. Der kann automatische Schutzhürme absetzen, kann Verteidigungsdrohnen produzieren, kann sie so in Raketen einsetzen, wird am Raumhafen gebaut. Und das Forschungsschiff kann getarnte Einheiten, kann feindliche Einheiten bestrahlen, repariert daneben befindliche mechanische Einheiten, wird auch im Raumhafen gebaut. Oh, wir nehmen einfach mal einen Waven. So, dann sind wir hier auch fast fertig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter hier. Bei Zeratul. Wenn wir einmal die Geschichte haben, Freund machen wir Rainer, auch gleich weiter. Müsst ihr an der Vision des Overminds über die Zukunft teilhaben. Das Ende meines Volkes. Das Ende aller Dinge. Dies ist unser Schicksal. Sollte Kerrigan sterben. Kim. Ich habe keine große Lust mehr, eine Vision des Overmind anzusehen. Aber wenn Kerrigan darin eine Rolle spielt, ich muss es einfach wissen. Ja, und ich will es spielen. Klipsch Auge. Auf einer fernen, überschatteten Welt werden die Protoss zum letzten Gefecht antreten. Sie werden ihre Helden versammeln, ihre Streitkräfte aufmarschieren lassen und dann tapfer sterben. Aber sterben werden sie. Und meine Zerg werden Sklaven sein. Sklaven des Überlebens. Alle werden sich beugen vor der Macht des Gefallenen. Die Mission ist richtig, richtig geil. Kann mich noch dran erinnern. Ja, bin ich froh, dass ich jetzt schon spiele. Da bin ich hinter mir. Das wird auch ein bisschen schwierig dann. So, derzeit Mission in ewiger Finsternis. Die Hybrideinheiten sind sehr stark. Und es ist viel Feuerkraft nötig, um sie zu töten. Das haben wir schon rausgefunden. Aber da haben wir ja Ausschuss rausgefunden, dass wir dann mit Imus, also Immortals, sie gut dezimieren können damit. Wie gesagt, machen ja Bonusschaden auf gepanzerte Einheiten und die 10 als gepanzert und das rockt dann schon gut ab. Wie gesagt, ihr müsst immer eine Mischung aus Einheiten machen, also ihr solltet nie nur eine Einheit bauen, das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Immer mixen, auf jeden Fall. Da seid ihr auf jeden Fall vorteilhaft, weil... Gut, weiter mit Protoss. Oh, wie ich schon sehe. Geil. Volk der Protoss, hört mich an. Das letzte Zwielicht ist gekommen. Die Galaxie brennt um uns herum. Die Terraner wurden verschlungen. Wir sind alles, was sich dem Schatten noch entgegenstellt. Und sollten wir heute unser Ende finden, so werden wir das gemeinsam tun. Gut, Schluss mit lustig. Fangen wir an hier. Arme frei. Gut, wie gesagt, Worker bauen.
Supply haben wir 23 haben. Wir müssen keine Pylons bauen. Das ist sehr schön. Werden Upgrades mitnehmen. Als erstes natürlich das Angriff. Werden schon mal Makros machen. Und was haben wir noch schönes? Flughafen haben wir das hier. Raumportale. Nein, haben wir noch nicht. Gut. Und werden. Wir müssen noch Kolosse bauen, okay. Erhabener, das Gewölbe ist bereit. Gibt uns Deckung, während wir unser Wissen für diejenigen, die uns nachfolgen, sichern. Sie dürfen nicht die gleichen Fehler wie wir machen. So, ich sehe gerade, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, Wegpunkte setzen. Bei den 1 zumindest. Wir werden am besten gleich 5 in der Warteschlange nehmen. Wir haben eh alles über. Gut. Werden auf jeden Fall noch ein paar Gates adden. Und eins kann ich schon sagen: In der Mission werden wir überrannt werden. Irgendwann werden wir fallen. Das steht fest. Ich habe die letzten Schiffe unserer großen Flotte zusammengerufen. So, wir machen Archons draus. Ihr hättet zu keinem günstigeren Zeitpunkt eintreffen können, Admiral Urun. Wenn der Feind aus der Luft angreift, werden wir eure Unterstützung benötigen. So, jetzt haben wir Phönix bekommen. Wer denn unsere Beobachter? Schon mal positionieren. Wer denn die Phönixe auf eine Extra-Taste machen? Die Zerg haben die ihnen zugedachte Rolle wie geplant erfüllt. Meine Hybriden sind der Beweis dafür. Und nun werden die letzten der Omegalisk ihre Rolle erfüllen. 60 Schaden. Rammstoß 120. Wahnsinn. Okay. Geil. So, hier brauchen wir noch 4 Worker. Hier 3. Werden das zu Warp-Dingern machen? Werden Kolosse reinwarpen? Werden wir vorne an der Front einsetzen? Werden nebenbei noch ein paar Berserker reinwarpen? Hallo? Ich sagte Berserker reinwarpen. Gut, hat irgendwie gehangen gerade, keine Ahnung. Werden das nächste Upgrade mit dem Schild erstmal. So, werden angegriffen. So, Phönixer sind extrem geil gegen Modalisten. Und mit den Phönixen können wir auch noch. Was mache ich denn jetzt für eine Scheiße hier? Hallo? Concentration. So, was wir wieder an das Makro gewöhnen. So, wieder reinfinden hier. Der Zergschwarm schließt zu unseren Flanken auf. Wir müssen schnell reagieren oder unsere Verteidigung. So, wir werden auch noch auf jeden Fall noch Flug. Wenn wir auch noch. Flugangriff werden wir auch noch erhöhen. Wie sagst du, wird der Tag kommen? Wird die Phase kommen, wo wir dann überrannt werden? So, wir haben nicht genug Mineralien. Okay. So, die Ehre gebietet. So, hier haben wir eine Fleischpeitschen, okay. Hier sieht alles gut aus. Gehst du nochmal rüber. Und ja, jetzt hast du erstmal die ganzen Upgrade-Sticker und werden schon mal das 2er Upgrade mitnehmen. Wir werden danach erstmal dann auch schön alles zuklatschen mit Cannons. Ich werde Erlösung finden. So. Dann ein paar Hydras lüften. Ich werde Erlösung finden. So, jetzt werde ich mich mal ordentlich hinsetzen, damit ich ordentlich zocken kann. Weil ich saß gerade da wie so ein Handelmann. Okay. Auf jeden Fall noch 2 Emos mit reinstreuen. Noch ein paar Stalker reinworben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, das weiß ich. Gut, das ist im Tickern. Kann ich Zeitschleife machen? Nein, kann ich nicht. Mit Zeitschleife kann man Upgrade schneller erforschen. Wenn du Bescheid wisst. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Braucht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Kulisse. 2 kommen jetzt noch.
Und Stalker reinpumpen. Na gut, und wir haben wieder angegriffen. So, perfekt. Ich werde die Dämonen der Verbindung. Wir werden noch ein paar Stalker reinwerben. Gut, geht's denn auf Ablenkzeit? Wir müssen mindestens 20 Minuten beschützen. Dann haben wir das Missionsziel aus, geschafft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, hier, du machst schon mal das hier weiter. Danach nehmen wir, ihr habt nicht genügend Mineralien. Weiter Panzerung mit natürlich. Also Schilde meine ich, Schildpanzerung. Damit unsere Schilde länger aktiv bleiben. Ich werde Erlösung finden. Und warten auf den nächsten Angriff. Upgrade durchgeführt. Gut. Ja, auch ganz leicht zu merken, das Makro Gas bei Schmiede. G Angriff, A Panzerung und S ist Schild. Erblickt meine größte Schöpfung. So, werden wir noch zwei Kolosse bauen. 300 Mineralien bitte. Ihr habt nicht genügend Mineralien. You're enough minerals. Oh, Hybriden. Da können die Phoenix ja nichts anrichten. Können wir die hochwerfen? Gut, man kann die Hybriden hochwerfen. Sehr schön. Schwer wiegt meine Würde. Ach, das mache ich denn hier gerade für Fehler, ja, Wahnsinn. Du nicht. So, ihr kommt auf die 4. Ich werde die Demo. Ich erfasse beträchtliche Zergaktivität in den Schwarmclustern. Bereitet euch auf ihren Angriff vor. So, wir werden noch ein paar Stalker reinwuppen. Ich werde Erlösung finden. So, er greift hier an. Er greift natürlich auch von mehreren Seiten an. Are yours. Die Stunde der Wahrheit. Schauen wir nochmal hier hin, was haben wir hier schönes haben. Hier haben wir noch eine Goldbase. Okay. Hier haben wir einen Spore. So, dann pflückt man die Mutas. So, die Kolosse grillen gut durch. Das dürfte jetzt auch reichen an Kolosse. Wie viel haben wir? 3, 6, 8, das reicht dicke. Wir werden noch ein paar Imos mit einstreuen. Ja, ja, ich komme ja schon immer mit der Ruhe. Und wer denn schon einmal hier oben den Weg ein bisschen zupflastern mit Cannons. Upgrade durchgeführt. Upgrade durchgeführt. Gut, die Upgrades sickern gut durch. Papa schnell 75 Mineralien. Immer mit der Ruhe. Ich werde erlösen. So, nehmen das Flugangriff noch mit. Als nächstes nehmen wir Angriff auf 3 mit. Basis wird angegriffen. Gut, wir werden schon wieder angegriffen von oben. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Okay. Templer können wir auch nicht machen. Naja, immer mit der Ruhe. Wird eh alles fallen. So, wo haben wir überhaupt die Phönixe? Hab ich jetzt alle verloren oder was? Weil ich so blöd war? Und ich aufgepasst habe, anscheinend schon, ja. Unsere Phase bleibt ein Ach, die sind hier hinten.
Es ist gut, euch zu sehen, großer Mohandar. Gut, die kann man nicht liften. Hätte sein können. So, haben weitere Einheiten bekommen. Die zählen nicht in unser Supply Cap mit rein, die wir kriegen. Oh, es geht mir um Sack, dass Observer zur Armee gehören. Ey, das regt mich so auf. Schwer wiegt meine Berufung. So, werden noch ein paar Tanks mit reinmachen. Ich werde eine Lösung finden. Genau, jetzt kommen wir nämlich auch. Na, sag schon, Phasenkleider bauen. Und die sind auch gut. Die haben Strahl. Umso länger der Strahl auf einer Einheit ist, umso mehr Damage macht er. Also hat er permanent was zu tun, macht er auch saugeiles Damage. Gut, wenn wir 400 in der Reihe noch warten, drücken wir hier auch schon mal drauf, bevor ich es dann vergesse im Stress. Achso, muss das erfunden werden, erschaffen werden. Oder gehen wir schon mal auf Level 2 bei Flug. So, haben wir noch irgendwas Atemberaubendes? Spore. Da haben wir noch so ein dickes Vieh. Wir sind eins mit den Schatten. Nee, kommt da nicht hin. Okay. Kannst du da hinschießen? Nein. Gut. Nee. Was ist euer Begehr? Okay. Ja, wie gesagt, wir werden nach der Zeit dann auf jeden Fall automatisch sterben. Wir werden unsere Cannon-Line noch ein bisschen erhöhen. Drüben machen wir das genau das gleiche. So, wir werden angegriffen. Wir werden den Hybriden lüften. Gut. Der Angriff auch abgewendet. Upgrade durchgeführt. Gut. 400 Mineralien brauchen wir. Mineralien. Dann nehmen wir das 3er Schild noch mit. Und dann werden wir mit den restlichen Mineralien, Entschuldigung, Cannons bauen. Gutes Hammer. Und nehmen dann auch noch Panzerung natürlich mit. Bestimmung erfüllen. Können wir auch schon mal reinmachen in der Warteschlange. Und dann Cannons bauen. Und noch ein paar Soldaten bauen. Schwer wiegt meine Bürde. Ich werde Erlösung finden. Wie gesagt, wenn sie dann überall zwei Angriffe machen, wird das schon ein bisschen nerviger. Euch gehört meine Ergebenheit. Gut, oben greifen sie an. Krieger bekämpfen den Gegner. Jetzt können sie unsere Server sehen schon. Wow. Dann die Hybriden lüften. Den zweiten auch noch. Den dritten auch noch. Ein würdiger. Sehr gut. Ich werde Erlösung finden. Wie gesagt, Phoenix, das sind eigentlich auch richtig geil. Man muss halt nur manuell bedienen. Wenn man Bodenziele lüften will, sonst greifen die nur automatisch Luftziele an. So, werden wir ein paar Cannons adden, wie gesagt. Okay, werden die unten angegriffen. Vorwärts. Werden die Hybriden lüften. Noch ein paar Hydras lüften. Jetzt greift er hier auch schon wieder an. Und haben schon 543 gekillt. Noch ein paar Roaches lüften. In der Zeit könnt ihr die Mutalisten töten. Gut. Sprecht ihr mich an. So, werden noch ein paar Cannons adden. Wir machen hier schön schon mal einen Gang. Wir werden den ganzen Fleck voller Cannons machen. Dann hat, glaube ich, noch Lynuswürmer erscheinen hier oben. Ja.
machen wir noch extra einen Pylon hin, weil wie gesagt, ohne Strom bringt uns das ja alles nichts. So, den lassen wir mal arbeitslos hier. So, warten wir mal auf 200 Mineralien, damit wir das Flugupgrade auch mitnehmen, das 3er. Wie gesagt, Upgrades sind sehr wichtig. Mich wundert nur, dass er gerade nicht angreift. Ich werde Erlösung finden. Wir werden noch einen Bärsig mit reinwarpen. Also, schöne Mission zum Zubunkern hier, das könnt ihr glauben. So, hier können wir nichts hinbauen. Warpen hier schon mal langsam hin. 10 Minuten müssen wir noch überleben, mindestens. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt bereits die Saat eurer Zerstörung in sich. Und von mir aus. So, jetzt kann ich schon mit Linus Würmern an. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Und wir werden auf jeden Fall weiter Cannons adden. Hier oben können wir noch ein paar hinbauen. Die haben wir, glaube ich, zugebaut hier. Dies ist die Stunde der Wahrheit, edler Tempel. Ja, wir haben ihn gerettet. Sehr schön. Gibt's einen kleinen Glitch? Exekutorin Selendis. Entfesselt die. Gut, jetzt haben wir noch Carrier bekommen. Womöglich wird es kein Morgen geben. Nee, einen Morgen wird es morgen nicht geben. Warpfeld online. So, werden wir die mit auf 4 packen. Carrier können noch kleine UFOs erschaffen. Die Carrier sind wie Blutlords, nur die werfen hier halt UFOs, kann man sagen. So kleine Mini-UFOs. Und werden weiter Cannons adden. So, machen wir hier vorne welche hin, machen wir hier erstmal zu. Machen wir hier noch. Ja, ja, ich weiß. Wie gesagt, unsere Hauptarmee tot ist, dann unten ist scheißegal. Sterben werden wir ewig, wie gesagt. Ich werde erlöst. So, werden die Hybriden lüften. Damit die stillgelegt sind. Deshalb haben wir eine kleine Quote an Stalkern. So, einmal noch erstmal. Genau. So, Upgrades tickern noch. Warten wir mal auf 300 Mineralien. Damit wir die Panzer auch noch mitnehmen können, die Dreier. So, in 744 sind wir fertig. Mit der Normalziel. Wir müssen mindestens 1500 Einheiten töten, um ein Forschungsding zu kriegen. Also haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, deshalb baue ich mich hier voll mit Cannons. Ich denke mal, bis über 2000 oder so kommen auf normal. Ich glaube, auf schwer den Erfolg habe ich noch gar nicht geschafft, glaube ich. Okay, langsam sieht er gut aus. Hier kommt, glaube ich, noch einmal hin. Nein, leider nicht. Das sieht sehr gut aus. Machen den Gang die Arme zu, wenn hier vorne die down sein wird. Die wird da auf jeden Fall down gemacht. Okay, Basis wird angegriffen. So, er kommt mit Blutlords. So, dann zeigt mal, wo ihr könnt. Außer die Deppen. Das wird echt dein Name. So, geh ich unten auf, räum ich unten auf.
So, die sind gelüftet. So, Upgrades haben wir hier fertig. Genau, hier haben wir das noch in der Warteschlange mit der Panzerung, genau. Und immer weiter. Kennt jetzt Edmund. Also die Kenntnis bringen am Endeffekt dann mehr, wie zum Beispiel jetzt ein Berserker mehr zum Beispiel. So. Andere haben wir immer noch nicht. Wir werden noch mit weiteren Peilen supporten. Machen wir hier vorne auch nochmal. So wie ich euch erschuf, so werde ich euch vernichten. So. Unten greift er an. Basis wird angegriffen. Gut, Zerklinge, Zerklinge, Zerklinge. Werden weiter Cannons bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wenn man hier nicht aufpasst, gell? Kassadi. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Für die Mini-Uwes können auch kaputt gehen, kann man aber auch nachbauen. Jetzt greifen wir schon von zwei Seiten an, dann macht man Eier hier. Gut. So, gucken nach Upgrade, genau. Ist fertig gewesen. Ich kann mitkommen, weil es hier übelst laut ist. So, hier fängt der Schützenfest schon mal an. Oh, ich vergessen, dass wir erst das Ding abgebrochen. Okay. Wir werden jetzt von zwei Seiten flankiert. So, lüftet mal den Hybriden. So, defft natürlich mal bitte hier die Kolossi. So, ihr lüftet mal ein paar Hydras. Das rauspicken nervt mich gerade ein bisschen. Okay. Dann wird den Hybriden den letzten. Und dann werden wir wieder links hier angegriffen. Hier stehen noch Einheiten. So, das sind die Observer. So, ihr greift natürlich an. Gut. Kaum Einheiten verloren bis jetzt. Wir werden noch ein paar Cannons adden. Basis wird angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir haben unten angegriffen. So, Verseucher, nehmen wir mal raus. Wir hatten nur Biobälle geworfen, okay, war nicht so tragisch. So, Treffpunkt wieder Mitte. So, werden auf der linken Seite noch ein paar Cannons bauen. Wie gesagt, wir werden eine ganze Fläche zuquallen. Wie sieht es aus mit Upgrade? Tickert noch. Eine halbe Minute, okay, weiß Bescheid. Also bei 25 Minuten gucken wir mal nach.
So. Die Burb ist schön fleißig, die baut und baut und baut. Jetzt sind wir fast bei 1000 Feinde getötet. Solange habe ich noch nie hier oben überlebt. Dass hier oben noch Gebäude stehen. Um ehrlich zu sein. Na gut. Läuft doch besser wie sonst frei. Dann machen wir hier noch ein paar. Upgrade durchgeführt. Wir werden hier langsam hier in der Mitte mal ein bisschen zumachen. Angriffe kommen immer noch nicht. Ihr habt nicht genügend. Es gibt kein Entkommen für euch. So, das Missionsziel hätten wir jetzt normalerweise geschafft. Also das Forschungs... Achso, das ist Forschung. Ach, Hauptziel ist nämlich total gesondert, okay. Ja, dann holt euch mal den Linus vor. Und wir werden hier oben angegriffen. Mit Hybriden wieder. Die lüft man natürlich wieder. Und verlieren kaum zu Blei. Da haben wir nochmal ein paar Stalker reinworfen. So, ihr greift natürlich hier an. Die Kugel auf 4 weiter. So, das Archiv ist fertig. Jetzt können wir endlich hier durchlaufen. Sehr gut. Da haben wir es auch so Bundes hier schon mal geschafft. So, die Canyons räumen wir gut auf. Wie gesagt, den Tipp könnt ihr euch von mir aus abschauen. Müsst halt nur viel Geduld haben. Also jetzt zum Beispiel vielleicht langweilig zum Anschauen. Aber den Tipp wollt ihr euch auf jeden Fall mal zeigen. Aber wie gesagt, so lange habe ich noch nie mit einer vollen Armee überlebt und beziehungsweise unten bei 1000 Dings. Wir kommen ja noch. So, achso, ich habe das Upgrade vergessen. Ich wusste, irgendwas war so. Über 2 Minuten vergessen jetzt gerade. Naja, ist ja egal. Basiert. Gibt Schlimmeres. Basis wird angegriffen. So, sind bald unten. Gut, nee, greifen wir es mal unten an. Kulassi, ihr Idioten. Nein, ich will meine Kulisse nicht verlieren. So, jetzt fängt langsam der Zweifrontenkrieg an. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Blutlords dabei. Können aber nur Bodenziele angreifen. Ist erstmal nicht so schlimm. Gut, alles noch im grünen Bereich. Wir haben immer noch nichts verloren an Einheiten. Hat auch viel mit den Upgrades zu tun. Und werden, wie gesagt, hier oben aus meiner Mitte noch ein bisschen was bauen, bevor wir unten die alles zubauen. Und ja, dann ein fröhliches Schützenfest, sag ich mal. So, ihr trefft euch mal in der Mitte. Sprecht ihr mich an? Hab ich den Observer verloren? Anscheinend schon. Ne, hab ich hier hingestellt. Okay, gut. So, eine Ruhe heute hier. Wahnsinn. So. Gut, haben wir 3-3 überall. Gleich. Und bin ich mal gespannt, wie lange wir überleben. Gut, Angriff kommt von oben. Mutas. Co-Opter. Gute Einheiten gegen Kolosse. Jetzt werden die Hybriden wieder lüften. Und natürlich alle angreifen, natürlich auch. Gut, wir haben Einheit verloren. Gucken wir gleich mal nach. So, zurück alle. Wir werden von hier drüben angegriffen. Jetzt könnt ihr euch mal das Schauspiel anschauen.
So, jetzt greifen wir uns von zwei Seiten an. Wir können noch ein bisschen unterstützen. Deine Hybriden hochnehmen. Gut. Die Schild von Ayur. Unsere Matrixfelder sind in Reichweite. Massenrückruf initiieren. Cannons bauen. Brüder und Schwestern, hört mich an. Die Zeit ist knapp. Ein jeder, der von unserer Spezies, unserer Zivilisation. Gut, wir bekommen Mutterschiff. Steht hier und jetzt an eurer Seite. So, die Zahl ist bei 1400 angekommen. Habt Vertrauen ineinander. Eine Cannon bis jetzt kaputt gegangen. Kämpft mit einer Seele. Lasst unsere letzte Schlacht ein Fanal sein. So machen wir hier keine Scheiße. So, wir treffen uns jetzt hier in der Mitte. Der wir werden hier in der Mitte jetzt treffen. Gut. Wir werden uns weiter zuflankieren mit Cannons. 5000 Gas haben wir über, Wahnsinn. So, dann zeig mal, was wir können hier. Nur mit Overseer können die uns sehen. Zumindest alle, die unter den. Wir dürfen nicht sagen. Unter dem Mutterschiff sind. So, Blut wird's auch geflippt. Gut. Basis wird angegriffen. Ja, sollen sie das machen? Mir egal, langsam. So. Geil, keinen Satz, Mann. So, dann haben wir gleich die 1500 geschafft. Also haben das Missionsziel auf jeden Fall schon mal geschafft. Und jetzt geht es eigentlich nur noch ums Überleben. Ums nackte Überleben. Wir können nicht standhalten. So, hier werde ich mir auf jeden Fall noch nicht zubauen. So, ihr geht mal wieder in der Mitte. Genau, in der Dreher, so in der Dreher, schockt nochmal Sul oder irgendwas, da gesagt. So, jetzt ist A und O nicht zuzubauen. So, wir werden angegriffen wieder. Wenn die Briten dabei sind, nein, sind keine dabei. Dann geht mal gepflegt zurück. Von rechts kommt er, links. So, wir können auch Vortex machen. Törichte, hochmütige Kinder. Es gab einen unter euch, der meinen großen Plan hätte gefährden können. Aber in eurer Verblendung habt ihr sie für die wahre Bedrohung gehalten. So, jetzt haben wir die 1500 getötet. Die Königin der Klingen. Wie hätten wir das ahnen sollen? Okay. Er rüstet hier. So, es geht weiter. Verteidigen Sie sich bis der letzte Protoss fällt. Das ist unser aktuelles Missionsziel. Euch gehört meine Ergebenheit. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das Video jetzt geht. Oh, bin ich mal gespannt. Okay, wir werden hier unten angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. So, die Kennen ist bald kaputt. Ayur wird wieder auferstehen. Und flacken uns weiter zu mit Cannons. Mineralienfeld erschöpft. Nicht zubauen, nein. Mineralienfeld ich glaube, die kriegen wir nicht mehr. Nein. So, egal. Wir haben noch genug Bürger. Jede Menge sogar. Basis wird angegriffen. So, werden wir wieder angegriffen. Ich werde oh, Bailinge kommen jetzt mit. Wir werden die Hybriden wieder hochliften. So, und kümmert euch mal um die Bailinge, ihr Vollidioten. So, die werden langsam unsere Pylons pflücken, werden wir noch einmal nachwarpen. Warpen. Ihr
verstreuen wir hier nochmal ein paar Pylons. Machen wir hier noch einen hin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gut. Dann geht du weiter arbeiten. Das Problem ist halt, unsere Dektoren sind jetzt kaputt, weil die haben von, kommen jetzt auch mit Dektoren, also sind unsere schon mal down. Mineralienfeld erschöpft. So, hier oben lebt noch ein Pylon. Und das war's. Basis wird angegriffen. So, jetzt snipen die oben den A. Alles kein Ding. So, holen die ganzen Hybriden hoch. Gucken, ob die Kerbiger noch ihre ganzen Uwes haben. Ja. Also die kleinen Uwes können fallen, kann man aber auch nachbauen. So, ganzen Hybriden hochholen. Sehr gut. Wie gesagt, 8 Klösse bauen. Ein paar Emos mit einstreuen und die Klösser fallen auch langsam. Ist ja egal. Wir haben unsere Mission hier auf jeden Fall schon mal geschafft. Also ich denke mal so 2.500 könnten wir schaffen. Wie gesagt, überleben können wir es auf jeden Fall nicht. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht sehen wir irgendwas, was ich noch nie gesehen habe. Gut. Passt hier noch was hin? Nein. Mineralienfeld erschöpft. So, Mineralienfälle werden langsam erschöpft. Gas war ja leer, hat er gesagt. Ja, die sind eigentlich auch unbrauchbar, aber ist ja egal. Wir hatten noch ein paar Stalker reinwarpen, würde ich sagen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dann gib noch mal 25, bitte. So, wir werden angegriffen. Gut, alles easy. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Und Garten weiter Cannons bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Achso, wir haben keine Mineralien mehr, aber gut. Stimmt ja. Ah, es durfte auch reichen mit Cannons, also ist schon ganz schön übertrieben viel. Ich bin das Herz. Ach, hier. Der Finsternis. Na gut, die können so noch ein bisschen DWS machen. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Was ist euer Begehr? So, bin ich mal was aus hier. Faszinierend. Ganz hier ist kalt, ist die Leere. Basis wird angegriffen. Und packt die ganzen Einheiten hier rüber. Das wäre eine Idee. Probieren wir einfach mal. Lasse meine Kolosse ganz. Eure Krieger bekämpfen den Jüngern. Nee, gut, das wird nichts. Dann lassen wir die unten. Werden wir wie Helden sterben und die Stalker können wir in der Mitte lassen. Eure Bemühungen sind fruchtlos. Meine Kreationen werden ein neues Zeitalter einläuten. So, machen wir die Ärzte 4. Und warten und warten und warten, bis wir angegriffen werden. So, nächste Vespingas weg. Also es ist Wahnsinn, was die Cannons austeilen auf Masse. Das ist echt krass, ja. Ja, am Anfang geht es eigentlich nur darum, dass ihr das Archiv deffen müsst hier. Und danach, ja, 1500 Leute töten. Und dann einfach nur überleben. So, kommt mal her, ja. Hybriden wieder gelüftet. Ja, wie gesagt, es wird eine langweilige Folge, glaube ich. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben.
Euch gehört meine Ergebenheit. Wir werden mal hier rüber schillen, werden wir mal ein bisschen was hier aufräumen. Mal ein bisschen Spannung hier reinkommt. Wenn wir doch nur früher gehandelt hätten. Wir werden hier mal ein bisschen aufräumen. Ah, hier kommen unendliche Einheiten, okay. Und werden hier mal ein bisschen die Dicken pflücken. Deshalb könnt ihr sich hier austoben. So, warten wir auf die ganze Hauptarmee. Die Dicken habe ich noch nie getötet hier. Da raus, auch nochmal. So, dann holen wir die hier. Ja, ist ja gut. Immer mit der Ruhe. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Hier stehen ein paar Hydras. Die wollen wir uns. Basis wird angegriffen. Hybriden lüften. So. Langsam nehmen wir uns die 2K-Grenze. Hier ist ein Koloss kaputt gegangen, egal. Wir werden uns hier unten treffen. So, da holt man die Korrupte runter. Also auf Deutsch Schemner. So, gleich ist unser Amerika down. Es wird zu viel. Zeige ich euch nochmal einen Vortex. Unser Weg ist vorgezeichnet. Basis wird angegriffen. Unsere Gedanken sind eins. Machen wir einen Vortex. Basis wird angegriffen. Machst du mal einen Vortex, hallo? Ah, dieser Vorführeffekt, ich werd wahnsinnig. 1000 Skills hier beim Protoss, ey, Wahnsinn. So, Vortex hier bitte. Und er schlingt sie alle rein. Und? Mach. Sehr gut. Alles was reingeht, ja, geht halt rein. Kommt dann auch zur Zeit wieder raus. So kann man ein bisschen Zeit schinden zum Beispiel. Nur die Gläubigen fürchten. Könnte man natürlich jetzt 5-6 Archons reinpacken. Dann gibt es die sogenannte Archon-Toilette. Und sind alle One-Hit, bam, down. Das ist ein kleiner Trick. Aber wie gesagt, geht er nicht mehr. Haben sie abgeschafft bei Mothers of Swarm. Mutterschiff kann das nicht mehr. Gut, jetzt sind wir bei der 2K-Grenze angerangt. Jetzt übertreiben wir das. Ich lasse es einfach nur noch machen hier. Vielleicht schaffen wir die 2500. Armee wird immer kleiner und kleiner. Ich kehre zurück. Und die Stalker werden hier natürlich ihren Dienst machen. Unsere ganzen Chefs sterben jetzt. Es sind einfach zu viele. Silenti ist auch tot. Kerrigan. Wie konnten wir das ahnen? So, Stalker, ihr seid die Letzten. Und die tausend Cannons. Vergebt mir. Na, ich glaube, 2500 schaffen wir nicht, weil es kommen keine Zerklinge mehr. Das sind jetzt alles nur noch hier Hybriden. Fast. Wahnsinn. Basis wird angegriffen. Dinos, wir haben gar keine Chance hier reinzukommen. Bevor ihr untätig seid, könnt ihr auch angreifen. Könnten regulär noch 2 Cannons bauen. Beziehungsweise was reinwurpen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, ihr greift dann auch an, wenn es soweit ist. Die Cannons dezimieren sich langsam. Holt man hier ein paar Korrupte runter. Gehen wir auf den Sack hier. Und holt euch noch ein paar Hybriden. Die 2-2 haben wir geschafft. Aber ich glaube, mehr wie 2-3 schaffen wir nicht. Das wird zu viel hier.
So, zieht euch mal ein Stückchen zurück hier. Hier ist ein ganz Cannonfeuer rein. Und der hier rüber. Ja, 2-3 allerhöchstens. So. Basis wird angegriffen. Gut, der Schützenfest beginnt weiter. Jetzt haben wir 2-3 geschafft. Schon mal 800 mehr, wie wir sollten. Das ist schon eigentlich richtig gut. So, jetzt streuen sie noch Bindinge mit rein. Und übelst viele Hybriden, Wahnsinn. 31 Schaden machen die, 7er Range, 1 mehr wie ein Stalker. So, Thron, zeigt was er könnt. Für Brutus! So, ihr könnt ein bisschen aufräumen. Ah, 2-4, könnten wir vielleicht noch schaffen. Ja, das sieht gut aus. Ah, ne. Ich glaube nicht. Ah, schade, wird knapp mit 2-4. Jo. 45 Minuten, 46 Minuten schon. Wahnsinn. Plus Videos, das wird fast eine Stundenfolge hier. Oh, 2385 Stück, wie es aussieht. Nice. Ich dachte, Kerrigan kommt nochmal oder so, aber leider nicht. Also, das ist, glaube ich, eine Blei-Armee von 400 bis 500 zu Blei, wenn nicht sogar noch mehr. Basis wird angegriffen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir haben verloren, aber auch gewonnen. So wie ich euch erschuf, so werde ich euch vernichten. Es ist vorbei. Ja, der Unbekannte. Gut, wir haben Minereien abgebaut. 35.000 und 2.385 getötet. Ah, schon stolz. 157 Hybriden. Wahnsinn. Und 101 Wellen haben sie entsendet. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Anschauen. Euer Flat.